Es ist eine Bedingung des Iman. Jeder von uns muss es verstehen. Jeder von uns muss verstehen, dass einer der Säulen des Islam, einer der Bedingungen des Glaubens, die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala ist. Die Furcht vor der Strafe Allahs. Meine lieben Geschwister, wir erleben heute Muslime, sie kennen Halal und Haram. Sie wissen, was erlaubt und was verboten ist. Und dennoch begehen sie das Verbotene. Warum? Sehr oft ist die Ursache für dieses Verhalten die fehlende Angst vor der Strafe Allahs. Wir müssen verstehen, die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Bedingung des echten Imans. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, فَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ. Ein klarer, direkter und präziser Befehl. Fürchtet mich! Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, möchte, dass unsere Herzen ihn fürchten. Es ist nicht nur aus Liebe. Bruder, es ist haram, ins Wettbüro zu gehen. Bruder, du musst deine Eltern respektieren. Bruder, du darfst nicht angeben und prahlen. Er versteht, was du sagst, aber er tut es trotzdem. Wieso? Was ist los mit deinem Herzen, dass es nicht erbebt? Dass es nicht erbebt, wenn es an die Strafe Allahs denkt? Was sind die Anzeichen von Angst? Wenn jemand Angst vor etwas hat, sind die Anzeichen offensichtlich. Seit der Kindheit sagen uns unsere Eltern, fürchte Jahannam. Aber in unseren Herzen sind wir wirklich besorgt? Hast du wirklich Angst davor? Sind die Sorgen in deinem Herzen wegen der Hölle? Dafür müssen Zeichen sichtbar sein. Ich möchte deine Zeichen sehen. Deine Behauptung alleine reicht nicht aus. Ich möchte den Beweis sehen. Denn viele von uns sagen, ich habe Angst vor dem Höllenfeuer. Ich fürchte Allah. Aber wenn wir uns umsehen, leben die Menschen wie im Urlaub. Wo können wir die Angst sehen? Wo sehen wir die Sorgen? Hast du jemals die Nacht damit verbracht, nicht einschlafen zu können, aus Angst vor dem Höllenfeuer? Ich kenne Menschen, die nicht einschlafen konnten, weil sie am nächsten Tag eine Prüfung hatten. Einige können nicht einschlafen, weil sie verliebt sind. Und das ist mein voller Ernst. Ein Junge ist verliebt und bekommt die ganze Nacht kein Auge zu. Eine Schwester ist verliebt und bleibt die ganze Nacht wach. Sie bleibt die ganze Nacht wach im Gedenken an ihren Liebsten. Und Wallahi, sie lügen nicht. Die ganze Nacht bekommen sie kein Auge zu. Jemand hat am nächsten Tag eine Gerichtsverhandlung und kann deswegen nicht einschlafen. Mein Bruder, meine Schwester, ich möchte dich etwas fragen. Wann war das letzte Mal, dass du nicht einschlafen konntest, weil du Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala hattest? Wann hast du das letzte Mal einen Bruder in der Moschee gesehen, der dir sagt, Wallahi, ich habe Angst vor dem Höllenfeuer? Der dir sagt, Wallahi, Wallahi, ich habe Angst vor dem Höllenfeuer. Du würdest über ihn lachen. Meint er das wirklich ernst? Er braucht echt eine Auszeit. In unserer Zeit ist es nicht normal, Angst vor dem Jenseits zu haben. Wir können Angst vor allem in unserem Leben haben. Aber Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala zu haben, ist nicht normal geworden. Wie beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen? Und meine lieben Geschwister, öffnet eure Ohren und Herzen. Allah sagt im Koran über die Gläubigen, jene, die besorgt sind, jene, die in Angst vor der Strafe ihres Herrn sind. Und in der nächsten Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, keiner ist sicher vor der Strafe Allahs. Bedauerlicherweise müssen wir uns darüber im Klaren sein. Wisst ihr, was die traurige Wahrheit ist? Man hört Leute sagen, ich bete, ich faste, ich war auf Hajj. Wenn ich in die Hölle komme, was soll mit dem Rest der Umma geschehen? Leute gehen in Clubs, sie trinken, begehen sie nah. Und ich soll in die Hölle kommen? Alhamdulillah, ich bin ganz gut unterwegs. Diese Krankheit ist sehr gefährlich. Warum vergleicht man sich mit jemand Schlechterem? Es wird immer jemanden geben, der den Islam weniger liebt als du. Bis ein Muslim sagen wird, ich bin ja immerhin ein Muslim im Gegensatz zu demjenigen, der nicht an Allah glaubt. Und deswegen sollten wir uns immer ein Beispiel an jemanden nehmen, der besser ist als wir, damit wir noch besser werden. Wenn du wirklich auf dein Herz hörst, wirst du Zweifel finden. Und du wirst denken, dass du vielleicht doch bestraft wirst. Wenn wir über die Hölle sprechen, betrifft es jeden, nur nicht einen selbst. In die Hölle kommen die Kuffar. Aber Alhamdulillah, ich bin Muslim. Ich bin nicht so schlimm.
Wenn wir uns aber die Sahaba radiallahu anhum ajma'in ansehen, finden wir die größten Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali radiallahu anhum. Menschen, denen der Gesandte persönlich die frohe Botschaft überbracht hat. Menschen, denen das Paradies versprochen wurde. Es war ein Teil ihres Glaubens, dass sie nicht bestraft werden. Aber dennoch hatten sie Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ihre Herzen haben Allah gefürchtet. Und sie konnten nachts nicht einschlafen vor lauter Angst vor der Begegnung mit Allah am jüngsten Tag. Zu Abu Bakr sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Ja Abu Bakr, die 8 Tore von Jannah werden dich anflehen, durch sie einzuschreiten. Stellt euch nur vor, die 8 Tore von Jannah wetteifern, durch welches Tor Abu Bakr ins Paradies eintritt. Zu Umar radiallahu anhu sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Ja Umar, wenn du einen Weg einschlägst, nimmt Shaitan einen anderen Weg. Den 10, den nähersten Gefährten des Gesandten wurde das Paradies versprochen. Aber dennoch hatten sie in ihren Herzen Angst vor Allah. Selbst große Konzerne oder Millionäre gehen weiter ihrer Arbeit nach, weil sie Angst haben, alles zu verlieren. Haben wir nicht mehr als sie zu verlieren? Ich möchte dich nur eines fragen. Wie kann es sein, dass du oder ich keine Angst vor Allah haben?